Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Gemeinde Rade. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Ballen gestapelt und Ballen eingefahren. Aber auch nur eine Fuhre. Was war denn das jetzt? Als Spiel gehangen. Oh. Ah. Im Hintergrund ist das fertig geworden. Ach so. Was fast eine Stunde jetzt gebraucht hat. Oh. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, wie viele Ballen das jetzt waren. Aber kann man ja mal mitzählen, wenn wir fertig sind, wissen was. Ja, 24 passen drauf, 24 sind schon mal runter. Drei davon sind schon in der BGA verschwunden. Weil das Ding ist jetzt übrigens gekauft. Also hier müssen wir jetzt nichts mehr mit Ausgleichskosten rechnen. Boah, mit dem Feld wären wir hier auf alle Fälle heute fertig. Können wir das nämlich wieder zurückgeben. Kostet ja nur unnütz Geld. Das hatte ich ja gesagt in der letzten Folge. Sorry, ist gerade eine Fliege rumgeflogen. Ja, dass wir uns das Ding jetzt hier gönnen. Weil es wird ja sowieso öfters gebraucht. Ich meine, dieses Jahr machen wir noch eben mal einen Grasschnitt. Könnt ihr mir das auch als nächstes vorstellen, tatsächlich, dass wir jetzt im September den letzten Schnitt machen. Weil was wir haben, haben wir. Das ist dann im März dann wieder schnell erntereif. Weil die Soja ist ja noch nicht so weit. Hier kommt der erst im Oktober dran. Dann wäre der September nicht komplett nur Stroh, sondern halt mal auch was Sinn, also auch mal Gras ernte. Oh, das hier ist auch bald. Der erste Wagen ist gleich voll. So. Dann können wir jetzt ja weiter wieder rasieren. Oh.
würde sagen, wir setzen ab und fahren mal gleich noch die zweite Tour holen. Und dann ist es erstmal. Oh. Das war es natürlich. Ja, typisch ich. Ja, der Kollege kommt ganz schön Stunden zusammen, wa? Mittlerweile sind es dann doch schon bei 21,8. Das ist jetzt nicht ohne. Finde ich jedenfalls. Wie gesagt, die BGA ist gut gefüllt. Na gut, wir haben ja jetzt ein bisschen was zu tun. Wir können ansehen. Weizen und Gerste. Das ist ja schon mal was. Das ist mir gerade eingefallen. Und jetzt habe ich natürlich. Was? Den Weg noch zu stehen, aber das macht ja erstmal jetzt nichts. Kann ich mir ja. Oh, was ich heute gesehen habe beim Einstapeln, ist tatsächlich, dass hier mir eine Reihe umgekippt. Also, dass mir anfängt, eine Reihe umzukippen. Hier habe ich mir gedacht, ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich tatsächlich noch nicht. Hier so quer zu fahren, drei hoch, und dann will ich die anderen natürlich hier vorstapeln, also so wie die. Da natürlich in die Richtung. So. Können wir ja schon mal wieder abladen. Dann holen wir gleich noch eine zweite Tour. Dann haben wir in der nächsten Tour komplett. Oh. Okay. Muss ich gucken. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen vorfahren sollen. Na gut. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das Ganze. So, das Ding ist oben. Weil, wie ihr seht hier, ich fahre ja auch alles hier gerade kurz und klein. Grasmäßig gesehen. Deswegen müsste man jetzt wirklich mal reagieren und hier mähen. Gucken wir mal ab, was schaffen, weil eigentlich könnte ich jetzt auch noch halt ansehen.
mir gefällt sowas immer besser. Umso erst drin, umso mehr kann es wachsen, umso besser ist es. Meiner Meinung nach. Gerade wegen Winter. Wie gesagt, ist meine Meinung. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mal auf Feld 23 und Feld 27 soll ja Weizen und Gerste rauf. So. Dann können wir jetzt hier Attacke machen. Gehen wir wieder in die Auslandsicht. Aber hier waren es ja nicht mehr so viele Ballen wie oben. Es wird trotzdem noch eine Fuhre geben. Aber das ist dann halt nur noch eine einzige Fuhre, ne? Keine zweite, keine dritte. Das ist die dritte Fuhre, die ich hier vom Feld hole. Viel wird hier nicht mehr liegen bleiben. Wir werden zwar jetzt nicht in der Folge sehen, dass wir das Ding hier voll kriegen. Das denke ich jedenfalls. Dafür ist das hier ein zu spielerisches Ding hier. Na, werden wir mal gucken. Noch habe ich ja 2 Minuten. Da werden wir es ja sehen. Aber das schaffen wir nicht hin. Doch, müsst weg. Doch, würde ich gerne in der Folge wissen, wie viele Ballen das jetzt waren. Bei der nächsten Folge werden wir nur stapeln. Aber ich werde schon mal offline noch ein bisschen anfangen. Also nicht, dass euch wundert, dass ihr dann vielleicht nur den Wagen hier seht. Hat es mir tatsächlich, ich habe das gestern zwar erst gemacht, hier alles zusammengepresst. Habe ich auch mal im Off-Stell gemacht. Wir wollen auf alle Fälle jetzt auch den Wagen hier voll machen. Dann wird die Folge ein wenig länger, die denke ich mal. Und dann noch wissen, wie viele Ballen das jetzt waren. Also 24, 48, 72,
dem hier sind es jetzt 72. Ach, wegen zwei Ballen. Nee, oder? Ja, läuft. Also wegen zwei Ballen muss ich ja nochmal herfahren. Ja gut, das ist halt so, ne? Aber vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe doch, wir sehen uns heute Nachmittag nochmal. Bis dahin sag ich tschüss.